Himmichhausen liegt 220 Meter über den Meeresspiegel und ist umgeben von bewaldeten Bergen. Himmichhausen hat ca. 446 Einwohner. Der Mittelpunkt ist die Pfarrkirche St. Antonius, 1626 als Kapelle erbaut. Ein Wahrzeichen des Dorfes ist der Viadukt. Er verbindet das Unter- und das Oberdorf miteinander. Das Schulgebäude ist heute ein Dorfgemeinschaftshaus. Das Schloss wurde 1723 erbaut und heute von der Familie Puttkammer bewohnt. Die Festscheune Himmichhausen. Seit 1927 wird sie zum Feiern vom Heimatschutzverein genutzt. Sie ist wegen ihrer gemütlichen, rustikalen Ausstattung sehr beliebt, auch für andere Feiern. Der Fluss von Himmichhausen ist der Fischbach und mündet in die Emmer. Im Jahre 2015 wurde unser Dorf 1000 Jahre alt. Das Dorf wird von der Kreisstraße und der Bahnlinie Altenbesen-Hannover durchzogen. Die evangelische Kapelle am Berg wurde 1933 gebaut. Himmichhausen Bahnhof ist ein Ortsteil von Himmichhausen und liegt 2 Kilometer entfernt. Dort treffen 3 Grenzen aufeinander: Himmichhausen und Sandebeck, preußischer Adler. Fürstenthurn Lippe, lippische Rose. 1926 wurde das Kinderheim Bahnhof gebaut. Heute Bildungsstätte Himmichhausen. Die wird von Schulklassen und Vereinen zur Weiterbildung genutzt. Anlegen und der Pfeil wird hinten mit der sogenannten Nock hinten in die Sehne eingehakt. Zieht über den Pfeil.